Hallo Gesellschaft. Ich betreue ja ein soziologisches Notfalltelefon und da bekomme ich immer wieder ungefähr solche Anfragen. Ich bin mit einer anderen Uschi ins Bett und jetzt habe ich echt Stress mit meiner Freundin. Hast du nicht eine Ausrede für mich? Ja. Ey Leute, ihr könnt bei sowas nicht mit einer Ausrede kommen. Wenn ihr um eine Entschuldigung für einen Seitensprung bittet, ja, dann muss das soziologisch fundiert geschehen. Und darum gibt's heute die erste Hilfe für den Fall, dass man nach einem Seitensprung zur Rede gestellt wird. Stellen wir mal eine These auf. Ein geheimer Seitensprung ist kein Treuebruch. Im Gegenteil, ist ein treuer Beweis. Auf dem soziologischen Baumarkt gibt es zwei Klebstoffe, welche die Welt zusammenhalten. Treue und Liebe. Das wusste auch schon der Gesangsphilosoph Herbert Grönemeyer, als er trällerte, deine Liebe klebt. Zwischen Liebe und Treue gibt es ein merkwürdiges Phänomen. Jeder kennt das. Helga Herzlich. Die verknallt sich in eine schicke Uniform. Und nach einer Weile passt der Bauch überhaupt nicht in die Uniform mehr rein. Und trotzdem bleiben die beiden ein Paar. Der Grund, warum beide ein Paar wurden, nämlich körperliche Attraktivität, ist nicht mehr der Grund, warum beide heute noch zusammen sind. Der eigentliche Bindungsgrund ist weg, aber beide sind noch zusammen. Wieso? Normalerweise sind die Dinge in der Welt ja leichter zu zerstören als aufzubauen. Ihr kennt das. Du drehst wochenlang ein fantastisches Katzenvideo, lädst es auf YouTube hoch und innerhalb von Sekunden sperrt dich so eine Behörde mit so einem komischen Dings hier. Ne? Wochenlang aufgebaut, zerstört innerhalb von Sekunden. Jetzt gibt es aber diesen Kollegen hier, Georg Simmel, der sagt, das stimmt zwar für die Welt, dass alles schneller kaputt geht, als es erbaut wurde, aber für Beziehungen, da stimmt das nicht. Da gilt, in Beziehungen ist Zerstören schwieriger als Aufbauen. Ist eine Beziehung erstmal entstanden, weshalb auch immer, tritt irgendwann die Treue an die Stelle des Bindungsgrundes. Daher ohne Treue keine Gesellschaft. Sonst würden die Menschen ständig wieder auseinanderlaufen. Aber sie bleiben ja beieinander, selbst dann, wenn die Gründe, die zur Beziehung führten, verschwunden sind. Daher dieser Merksatz zum Mitschreiben: Treue ist nicht das Interesse an der anderen Person. Nö, Treue ist das Interesse an der Beziehung zur anderen Person. Und Simmel sagt, die Treue schafft es irgendwie, das Gefühl zu erzeugen, das für eine Beziehung angemessen ist. Er beschreibt das in so einem kleinen Modell. Zuerst gibt es Gründe, wieso eine Beziehung zustande kommt. Dann vergeht die Zeit und es vergeht die Zeit. Und die Gründe verschwinden und werden durch die Treue ersetzt. Und die Treue führt dann dazu, dass die ursprünglichen Gründe durch das Gefühl ersetzt werden, welche für einen Kulturkreis angemessen ist. Beispiel: Opi Otto hat ein dickes Sparschwein und ist scharf auf Lili Lolita. Lili Lolita ist scharf auf Ottos Sparschwein. Logischer Schluss, beide heiraten. Der Grund für Lili ist erstmal das Geld. Jetzt vergeht die Zeit und es vergeht die Zeit. Und der Grund wird durch Treue ersetzt und erzeugt das im Kulturkreis angemessene Gefühl für die Beziehung. Und in unserem Kulturkreis ist das angemessene Gefühl für eine Partnerschaft die Liebe. Also wird sich Lili Lolita früher oder später in Opi Otto verschießen. Ob Herr Simmel das so sah, weil er selber ein sehr dickes Sparschwein hatte, ist nicht überliefert. Damit kommen wir zur Eingangsfrage zurück. Was tun, wenn ein geheimer Seitensprung auffliegt? Dann bitte, stellt euch soziologisch selbstbewusst hin und sprecht mir nach. Schatz, Sie... Wir haben doch von Georg Simmel gelernt. Liebe ist mein Interesse an dir. Treue mein Interesse an der Beziehung zu dir.
Warum habe ich denn den Seitensprung geheim gehalten? Um unsere Beziehung nicht zu gefährden. Ich hatte also Interesse an der Beziehung und deshalb war ich laut Georg Simmel, laut Sonntagssoziologen und mit tiefstem soziologischen Herzen dir treu. Das war's für heute. Wenn ihr treu seid, abonniert ihr über den Treue-Knopf auf der rechten Seite. Auf der linken Seite gibt's frühere Folgen zum Nachschauen. Empfehlt das Video weiter. Bis zum nächsten Mal. Euer Sonntagssoziologe. Tschüssi.